Hier rollt er, ein Müllwagen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg. Täglich führt er rund 350 Leerungen durch. Und seit kurzem tut er dies in einem ganz neuen Design. Grund ist das Projekt Bund für Duisburg, das von den Duisburger Wohnungsgenossenschaften in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsbetrieben ins Leben gerufen wurde. Denn für die Wohnungsgenossenschaften sind nicht nur Modernisierung, Renovierung und der Wohnungsbau entscheidend. Auch die Attraktivität der gesamten Stadt liegt der Genossenschaft am Herzen. Im Ergebnis entstand so eine Kooperation, die sich für Duisburg bezahlt macht. Man kann mit einem Satz sagen, gemeinsam sind wir stark. Und je mehr Partner im Boot sind, desto stärker sind wir halt. Und so ist diese Zusammenarbeit bekommen. Wir haben eine Fülle von Kooperationspartnern in verschiedenen Bereichen. Schulen, Kindergärten, Vereine und halt auch die Wirtschaftsbetriebe. Und da klappt das hervorragend. Und in diesen Räumen ist es entstanden. Das Motiv, das bereits seit einiger Zeit auf einem von insgesamt 4 Müllwagen in Duisburg zu sehen ist. Und sie hat es gestaltet. Die Schülerin Kybra Kalender. Als eine von 4 aus über 700 Konkurrenten ausgewählt zu werden, war für die Neuntklässlerin eine besondere Ehrung. Ich dachte nie, dass ich jetzt den Preis gewinnen werde oder so. Und jeder weiß ja, dass das jetzt von mir ist. Und ja, man wird schon stolz. Stolz darf sie auch sein. Denn regelmäßig fährt der Müllwagen nun durch das Stadtgebiet. Mit messbarem Erfolg, wie die Resonanz der Duisburger zeigt. Wir haben teilweise schon ein paar Anrufe gekriegt von Duisburger Bürgerinnen, die gesagt haben, Mensch, super, mal kein weißes Fahrzeug, weil normalerweise sind die Müllwagen bei uns komplett weiß mit unserem Logo drauf und fanden die Bilder natürlich auch ganz ansprechend und toll. Aber nicht nur für die Müllwagen der Duisburger Wirtschaftsbetriebe hat es sich gelohnt. Auch die Gesamtschule Emschertal wird durch das Projekt einen neuen Look bekommen. Denn die gewonnenen 2.500 Euro wollen nun auch sinnvoll investiert werden. Wir haben vereinbart, dass es in künstlerische und Gestaltungsprojekte fließt im Zusammenhang mit einer Umgestaltung des Schulhofes. Neben den Müllwagen wird damit auch die Schule bald in ganz neuem Glanz erstrahlen. Doch damit nicht genug, denn in Duisburg gibt es noch viel zu tun. Duisburg hat noch so viele Möglichkeiten, verschönert zu werden. Also das ist eine Never-Ending-Story. Da werden wir noch viel, viel machen können, auch mit den Wirtschaftsbetrieben. Ja. Völlig klar. Für die Wohnungsgenossenschaften ist das Engagement für ein schöneres Duisburg damit also noch lange nicht beendet. Man darf deshalb gespannt bleiben, welches Projekt als nächstes auf die Stadt wartet. Die Müllwagen tun aber schon jetzt nicht nur optisch ihr Gutes dazu.